Ready? Hey, Sascha von netbooknews.de, hier auf dem Nokia Launch Event der neuen Lumia-Reihe. Und jetzt haben wir auch endlich das Lumia 710 bekommen. Spezifikationen sind so wie beim Lumia 800. Das heißt, jetzt auch ein Qualcomm MSM 8255 eingebaut, 512 MB RAM, 16 GB Flash-Speicher und ja, es ist ein 3.7-Inch Display, 800x480 ist die Auflösung. Das ist aber ein TFT, deswegen, ich glaube nicht, dass es ein AMOLED ist. Aber trotzdem sagen sie auch, es ist dieses Clear Black Blablabla, Marketing. Lustigerweise gehen jetzt hier auch im Hintergrund schön die Ansagen los, aber wir schauen mal drumherum. Keine Kamera vorne, hinten haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, ist aber glaube ich keine Carl Zeiss-Linse. Wir haben Flash-LED, hier sind die Lautsprecher, oben haben wir einen Micro-USB-Anschluss, einen Anschluss für euer Headset, An- und Ausschalter, hier haben wir die Lautstärkeregelung. Und hier haben wir den An- und Ausschalter. Das ganze Ding wiegt 125 Gramm. Es ist 12,5 mm hoch. 12,5 mm dick, 119 mm hoch und 62 mm breit. Vergleichen wir mal kurz zum HTC Mozart hier. Da seht ihr ganz kurz den Unterschied. Es ist fast die gleiche Größe. Es ist ähnlich dick. Und es ist definitiv leichter, 125 Gramm meine ich. Und hier sehen wir das nochmal im Vergleich zum Samsung S2. Da seht ihr schon, dass es eine Ecke kompakter ist, aber dafür ist es auch einen ganzen Schwung dicker. Also das ist die Einstiegsserie, sagen wir es mal so, zu den neuen Windows Phone 7 Mango Lumias von Nokia, das Nokia Lumia 710, hier auf dem Launch-Event von Nokia im W-Hotel in Taipei. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.